Anfang des Lebens steht das Wasser. Die Ozeane unterscheiden die Erde von allen anderen Himmelskörpern im All. Ohne die Meere wäre unser Heimatplanet nur ein weiterer öder Gesteinsbrocken in der Unendlichkeit. Ohne Pflanzen, ohne Tiere und ohne den Menschen. Und doch sind die Weltmeere und ihre Bewohner nur zu einem winzigen Teil erforscht. Etliche Phänomene geben der Wissenschaft bis heute Rätsel auf. Wie haben die Ozeane unseren Planeten über Jahrmilliarden geformt? Welche Arten bevölkern die Meere und warum? Gestern, heute und morgen. Frank Schätzing erkundet die Untiefen der Ozeane. Ein völlig unbekanntes Universum. Das unbekannte Universum liegt direkt vor unserer Tür. Ozeane bedecken mehr als 2/3 der Erdoberfläche. Und doch wissen wir weniger über sie als über ferne Planeten. Nur die oberen Schichten sind lichtdurchflutet, darunter herrscht ewige Finsternis. Werden wir morgen Teil dieser Welt sein? Werden wir, wie kühne Visionäre voraussagen, die Oberflächen und Abgründe der Ozeane bewohnen? Oder werden solche Pläne für immer Utopie bleiben? Wagen wir den Blick nach vorn. Zuvor aber reisen wir zu den eisigen Meeren des Nordens, wo sich die Zukunft unseres blauen Planeten in vielerlei Hinsicht entscheiden wird. Kommen Sie mit ins Eisfach der Erde. Solange es noch da ist. Die Arktis, einer der extremsten Lebensräume unseres Planeten. 26 Millionen Quadratkilometer Eis und Schnee. Ein Gebiet fast so groß wie der afrikanische Kontinent. Zwei Drittel sind von Eis bedecktes Wasser. Wohl nirgendwo sonst auf der Welt wird der ständige Kampf um Leben und Tod ähnlich hart ausgefochten wie hier oben am Polarkreis. Und seit Menschengedenken gilt der Eisbär als uneingeschränkter Herrscher der eisigen Zone. In Spitzbergen wagt sich kein Mensch unbewaffnet in das Revier der weißen Giganten. Der Paläontologe Jörn Hurum ist einen weiten Weg gekommen, angelockt von einer aufregenden Nachricht. Sein Ziel ist das Kohlebergwerk am Rande der Hauptstadt. In Grube 7 haben Bergarbeiter vor ein paar Tagen eine höchst ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Tief unten im Berg arbeiteten sie an einer unzugänglichen Stelle mit Spitzhacken und bloßen Händen, als sie an der Decke seltsame Strukturen entdeckten. Geistesgegenwärtig verständigten sie Jörn Hurum. Der Wissenschaftler ist ein alter Bekannter. Im Jahr zuvor hat er hier in Spitzbergen gigantische Meeressaurier ausgegraben und es damit zu Weltruhm gebracht. Hurum ist elektrisiert. Er erkennt sofort die Fußabdrücke eines frühzeitlichen Flusspferdes. Doch was hatten die wärmeliebenden Tiere so hoch im Norden verloren? Das ewige Eis. So wird die Region genannt. 6 Monate im Jahr geht die Sonne nicht unter. Danach herrscht für ein halbes Jahr Dunkelheit. In den Wintermonaten sinken die Temperaturen auf bis unter minus 60 Grad. Nur Kältespezialisten können hier leben. Lange Zeit waren die Tiere sicher vor dem Menschen, weil er sich nicht in die lebensfeindlichen Weiten des Nordens wagte. Das änderte sich mit den ersten Abenteurern. Immer wieder versuchten Expeditionen in die Arktis vorzudringen. Die Frage, wer zuerst den Nordpol erreicht, wurde zur Herausforderung des Jahrhunderts. Doch eine Expedition nach der anderen scheiterte. Aber nicht nur Wissensdurst und Entdeckerruhm trieben sie an. Viele von ihnen waren von einem Gedanken besessen. Mitten in der Eiswüste, so besagte der Mythos, gäbe es warme Meere und fruchtbare Inseln. Diese Vision war Anlass für weitere Anstrengungen.
Sehr präzise bereitete beispielsweise der deutsche Kartograf August Petermann die Routen für die erste deutsche Nordpolexpedition 1868 vor. Doch auch den gut ausgestatteten deutschen Forschern gelang es nicht, das warme Meer zu finden. Überall stießen sie auf undurchdringliches Packeis. So wie ihnen ging es allen Expeditionen. Bis der Amerikaner Robert Peary im Jahr 1909 behauptete, den Nordpol bezwungen zu haben. Ob es ihm tatsächlich gelang, ist bis heute umstritten. Spätestens nachdem die ersten Polarforscher den Pol erreicht hatten, mussten sie schnatternd eingestehen, dass der Mythos vom warmen Meer eben doch nur ein Mythos war. Tatsächlich gab es hier oben, rund um den Nordpol, nichts als Schnee und Eis. Hätten sie allerdings eine Zeitmaschine gehabt, so wie wir, wären sie vielleicht doch noch fündig geworden. Denn so ewig ist das ewige Eis nicht. Im Tertiär jedenfalls, vor 60 Millionen Jahren, sah es hier ganz anders aus. Oh oh. Zu weit. Aber wo wir schon mal da sind, seinetwegen sind die Saurier ausgestorben. So, jetzt aber. 60 Millionen Jahre. Plus minus 5 Minuten. Der Kometeneinschlag, der die Dinosaurier vernichtet hatte, ist längst vergessen. Und die Säugetiere haben ihren Siegeszug begonnen. Allerdings sind sie noch ziemliche Winzlinge. Im Schilf verbergen sich allerdings zwei Vertreter, die über das normale Maß hinausgewachsen sind. Wenn sie aufeinandertreffen, entbrennt sofort der immer gleiche Kampf ums Revier. In der Größe eines heutigen Nilpferdes sind sie wahre Giganten ihrer Zeit. Doch so brutal die Männchen mit ihren riesigen Hauern auch gegen Artgenossen vorgehen, Pantodonten sind keine Raubtiere, sondern friedliche Pflanzenfresser. In feuchten Flussauen suchen sie nach Wurzeln und Knollen. Ihre Fußabdrücke blieben im sumpfigen Boden bis heute konserviert. Ein Glücksfall für den Paläontologen Jörn Hurum. Der einzigartige Fund veränderte sein Bild von der Arktis mit einem Schlag. Schon lange war bekannt, dass Pantodonten vor 60 Millionen Jahren in Nordamerika und Asien verbreitet waren, aber nicht in Spitzbergen. Man wusste von Pflanzen, aber größere Tiere, Fehlanzeige. Die norwegische Forschungsgemeinde nahm diese Entdeckung mit großer Erleichterung auf, denn wir rätselten, warum es vor 55 Millionen Jahren auf Spitzbergen nur Pflanzen gegeben hatte. Nun hatten wir endlich unseren Pflanzenfresser. Rückblickend lagen die Nordpol-Pioniere nicht völlig falsch mit ihrer Idee vom warmen Meer am Pol. Sie hatten sich nur um ein paar Millionen Jahre geirrt. Den Beweis dafür bringt die Vida Viking, die sich im August 2004 durch das Packeis im Nordpolarmeer kämpft. Neugierig beäugt von den Bewohnern der Arktis. Zum ersten Mal haben Geologen die Möglichkeit, tief in den Meeresboden unter dem Polareis vorzustoßen. Die Bohrkerne, die sie nach oben befördern, dokumentieren die Klima- und Umweltgeschichte der Arktis. Und zwar für 60 Millionen Jahre. Nach mehreren Stunden erreicht das Bohrgestänge den Meeresboden. Immer tiefer dringt der Bohrer in das Sediment über dem Lomonossow-Rücken ein. Am Ende sind es mehr als 400 Meter. Ein Weltrekord. Überall warten Klimaforscher gespannt auf die Daten. Heute lagern die Proben im Bohrkernlager des Marum-Instituts der Universität Bremen. Konserviert bei 4 Grad, exakt der Temperatur, die auch am arktischen Meeresboden herrscht. In den Bohrkernen ist die Klimageschichte unseres Planeten gespeichert. Sogar Hinweise auf das Leben des geheimnisvollen Pantodons von Spitzbergen. Der Geologe Gerhard Burmann ist der Herr über das Bohrkernlager. In den Proben der Vida Viking finden die Forscher zunächst Spuren einer großen Artenvielfalt in der Arktis. Dann, vor 65 Millionen Jahren, führte der berühmte Komet auch hier oben im Norden zu einem Massensterben.
Rätselhaft ist allerdings, warum bereits 10 Millionen Jahre nach dem Einschlag erneut die meisten Arten aussterben. Könnte der Grund ein Wärmeschock am Nordpol gewesen sein? Es waren also 18 bis 20 Grad Wassertemperaturen, also genau ein Bereich, wie wir das heute in den Tropen und Subtropen kennen. Also damals war die Arktis ein tropischer Bereich, ein sehr warmer Bereich. Heute wissen die Forscher, dass die Arktis eine zentrale Bedeutung für das Klima auf der ganzen Welt hat. Steigen oder sinken hier die Temperaturen, verändern sich die Wettermuster auf dem gesamten Globus, besonders in Europa. Verantwortlich dafür sind die Meeresströmungen, die globale Klimaanlage. Wie ein Förderband ziehen sie sich durch alle Weltmeere. Dass in Mitteleuropa angenehme Temperaturen herrschen, verdanken wir dem Nordatlantikstrom, dem europäischen Ausläufer des Golfstroms. In der Arktis sinkt kaltes und damit schweres Wasser in die Tiefe. Es entsteht ein Sog. Dieser Sog zieht das von der Äquatorsonne aufgeheizte Wasser aus dem Südatlantik an. Und die warmen Wassermassen geben ihre Energie an den europäischen Kontinent ab. Während auf denselben Breitengraden in Kanada und Neufundland nur Moose und Flechten gedeihen, sieht es in Europa deutlich anders aus. Der Wärmepumpe im Meer verdanken wir üppige Ernten und fruchtbare Landschaften. Selbst in Frankreich und Italien wäre es ohne den Golfstrom viel kühler. Nicht Winde, sondern Salz- und Temperaturunterschiede im Wasser treiben den Nordatlantikstrom an. Und genau dieser Mechanismus ist störanfällig. Der entscheidende Faktor sind die grönländischen Eismassen. Sollten sie abschmelzen, würden gewaltige Mengen Süßwasser ins Meer gelangen. Das globale Förderband der Meeresströmungen käme ins Stocken. Die europäische Heizung fiele aus. Auf Grönland türmen sich heute noch 2,5 Millionen Kubikkilometer Eis. Jedes Jahr fließen davon 270 Kubikkilometer ins Meer. Tendenz steigend. Die Gletscher sind auf dem Rückzug. Und nirgendwo in Europa steigen die Temperaturen so schnell wie gerade hier. In den nächsten 150 Jahren wird es wohl erst mal wärmer werden. Nach den Berechnungen der Klimaforscher können die Isländer dann im Vorgarten Olivenbäumchen pflanzen und Wein anbauen. Sehen Sie? Alles schmilzt. In näherer Zukunft wird uns wohl kaum eine Eiszeit drohen. Im Gegenteil. Und auch in der Vergangenheit gehörten diese Kälteperioden eher zu den Ausnahmeerscheinungen. Dennoch, durch mindestens 6 Eiszeiten hat sich die Erde schon gebibbert. Und eine davon war absolut rekordverdächtig. Vor 700 Millionen Jahren hatte sich unser Planet in den gewaltigsten Schneeball aller Zeiten verwandelt. Ob fast oder ganz zugefroren, darüber sind sich die Wissenschaftler bis heute nicht ganz einig. Fest steht, weltweit finden sich Relikte dieser Super-Eiszeit. Doch was war der Auslöser? Was konnte die gute alte Erde so kalt erwischt haben? Alle Erdplatten hatten sich zu einem einzigen Kontinent zusammengeballt. Rodinia, eine gigantische Landmasse mit einem tödlichen Klima. Heiß und trocken. Kein einziger Regentropfen schaffte es von den weit entfernten Küsten bis in das Innere des Superkontinents. Doch dann begann Rodinia auseinanderzubrechen. Die Meeresströmungen änderten ihren Verlauf und plötzlich regnete es auch wieder in Bereichen, die über Jahrmillionen kein Wasser gesehen hatten. Es regnete nicht, es schüttete. Das Wasser wusch alles vorhandene Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Ohne das Treibhausgas, das die Energie der Sonne einfing, verwandelte sich die Erde in einen Kühlschrank. Der Planet verschwand unter einer kilometerdicken Eisdecke, die alles Leben erstickte. Lange glaubten Wissenschaftler, dass ein Planet, der einmal ganz gefroren ist, nicht wieder auftauen kann. Denn das weiße Eis reflektiert die Sonnenstrahlen und die Wärme entweicht ins All. Doch schließlich fand die Hitze ihren Weg. Feuer und Eis, eine einzigartige Mischung, die es heute noch auf Island zu bestaunen gibt. Gigantische Mengen CO2
die Vulkane in die Luft schleuderten. Kohlendioxid sammelte sich in der Atmosphäre und die Erde erwärmte sich, genau wie heute. Nur in einem viel drastischeren Ausmaß. Der CO2-Gehalt erreichte zeitweise das 350-fache des heutigen Wertes. Eis gab es schließlich nur noch an den Polkappen. In der Folge wechselten sich Warm- und Eiszeiten ab. 15 Millionen Jahre ist das arktische Eis alt. Jetzt beginnt es zu tauen. Die Veränderungen sind bereits überall sichtbar. Um die Auswirkungen des aktuellen Klimawandels zu erforschen, bricht im Sommer 2009 eine internationale Expedition auf. In einer der sogenannten Gletschermühlen auf dem Petermann-Gletscher messen sie mit einer Sonde Temperatur und Salzgehalt. Im Jahr zuvor war hier ein riesiges Eisstück abgebrochen. Die Forscher befürchten, dass sich das bald wiederholt. Jetzt droht sich ein Eisberg von der Größe Manhattans zu lösen. Schmelzwasserströme unterspülen die 80 Kilometer lange Zunge des Petermann-Gletschers und höhlen sie von unten her aus. Der Effekt ist 25 Mal stärker als die Wirkung der Sonne. Das Wasser gelangt zum Felsgrund und schmiert die Gletschersohle. Der Gletscher fließt schneller hinunter zum Meer und mehr Eisberge brechen ab. Die Realität hat die Befürchtungen der Forscher bei weitem übertroffen. Im August 2010, genau ein Jahr nach der Expedition, bricht die Gletscherzunge ab. Ein gigantischer, 245 Quadratkilometer großer Eisberg, mehr als doppelt so groß wie erwartet, treibt hinaus ins offene Meer. Schon bald wird der Nordpol im Sommer wohl komplett eisfrei sein. Wo sich heute bis zum Horizont Eis ausbreitet, würden dann in Zukunft Bohrinseln und Fördertürme aus dem Boden schießen. Technisch scheint es keine Grenzen zu geben. Das glaubte man zumindest bis zum 20. April 2010. Nach einem Blowout steht die Ölbohrinsel Deepwater Horizon im Golf von Mexiko in Flammen. Zwei Tage lang versuchen Rettungsmannschaften, das Feuer zu bekämpfen. Ohne Erfolg. Die Bohrinsel versinkt im Meer. 11 Arbeiter sterben. Doch die Katastrophe hat gerade erst begonnen. Aus dem lecken Bohrloch strömt Öl ins Meer. Noch ahnt niemand, wie viel und wie lang. Mit allen Mitteln versucht British Petrol, der Betreiber der Bohrinsel, die Situation in den Griff zu kriegen. Küstenwache und Umweltschützer starten eine gewaltige Rettungsaktion, um die Auswirkungen für Mensch und Natur in Grenzen zu halten. Doch trotz aller Anstrengungen werden tausende Tiere verölt. Zahlreiche Versuche, das Leck zu stopfen, scheitern. Diese Bilder gehen um die Welt. Ein gigantischer Ölteppich wabert durch den Golf. BP lässt insgesamt 7 Millionen Liter des Dispersionsmittels Corexit versprühen. Das Öl löst sich in feine Tröpfchen auf und wird unsichtbar. Erst 3 Monate nach dem Unglück gelingt es, das Leck zu verschließen. Bis dahin sind fast 800 Millionen Liter Öl in den Golf geflossen. Von der Wasseroberfläche ist das Öl zwar mittlerweile verschwunden, doch der Schein trügt. Die langfristigen Folgen kann noch niemand absehen. BP hat sich aus dem Kampf um die arktischen Bodenschätze fürs Erste zurückgezogen. Doch andere Firmen werden die Lücke füllen. Die Erschließung der tauenden Arktis scheint unausweichlich. Für die Tiere in der Region wird das Leben bald hektischer werden. Noch gehören die Polarmeere,
zu den letzten nahezu unversehrten Gewässern unseres Planeten. Sie sind die Serengetis der Ozeane. Der Buckelwal verbringt hier, wie viele andere Walarten, die Sommermonate. Vor allem der reich gedeckte Tisch zieht die Meeressäuger an. So dachte man zumindest lange. Doch einige Wissenschaftler vermuten heute, dass sich die Wale aus ganz anderen Gründen in die arktischen Gewässer zurückgezogen haben. Im 19. Jahrhundert veränderten Harpunenkanonen und Dampfschiffe das Leben der großen Meeressäuger. Zwar gab es schon seit Jahrtausenden einen traditionellen Walfang, doch erst durch die neuen Technologien wurde es für die Bestände wirklich gefährlich. Seit Jahrhunderten jagen wir Wale auf barbarische Weise. Die Bestände vieler Arten sind komplett zusammengebrochen. Allein im 20. Jahrhundert töteten Waljäger über 2 Millionen Großwale. Paradox, was? Zum einen werden sie hingemetzelt, zum anderen geliebt und bewundert. Ein Dasein zwischen Sushi und Religionsersatz. Dabei gelten sie als intelligent. Könnten sie bloß sprechen? Naja, singen können sie immerhin. Einige jedenfalls. Vielleicht wollen sie uns ja damit etwas sagen. Soll ja Leute geben, die hören darin kosmische Botschaften. CDs mit Walgesängen fordern den Absatz von Räucherstäbchen und lassen jedes esoterische Herz höher schlagen. Aber woher kommt sie eigentlich, unsere Anteilnahme für die glitschigen Riesen? Vielleicht liegt es ja daran, dass die Vorfahren der heutigen Wale unserem beliebtesten Haustier ähneln. Dem Hund. Ja, Sie haben richtig gehört. Der Urahn aller Wale hatte bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem besten Freund des Menschen. Sein Ursprung geht zurück bis ins Eozän, 50 Millionen Jahre vor unserer Zeit. Dort, wo später einmal der Nahe Osten liegen wird, erstrecken sich weitläufige Sumpflandschaften und Mangrovenwälder. Es herrscht ein mildes, subtropisches Klima. Die Säugetiere haben bereits eine rasante Entwicklung an Land hinter sich. Jetzt gehen sie die ersten Schritte zurück in das nasse Element. Dorthin, wo ihre Ururahnen einst herkamen. Wie ein Krokodil lauert Ambulocetus natans im flachen Wasser seiner Beute auf. Sein Name bedeutet schwimmender Laufwal. Und genau das ist er, der Vorfahre unserer heutigen Wale. Auch seine Beute sieht im Eozän noch anders aus. Die Seekühe haben ihre Beine noch nicht verloren. Doch die nutzen ihnen nichts. Das Seekuhjunge hat keine Chance. Der Urwal ist ein Wanderer zwischen den Welten. Im Wasser geht er auf die Jagd, doch zum Fressen schleppt er seine Beute an Land. Der schwimmende Laufwal starb vor Millionen von Jahren aus. In Pakistan entdeckten Paläontologen ein fast vollständig erhaltenes Skelett. Mithilfe der Knochen lassen sich Körperbau und Bewegungsweise des Urwals recht gut rekonstruieren. Der Rest entspringt der Fantasie der Wissenschaftler. Paläopoesie. Er war ein Räuber, so viel steht zweifelsfrei fest. Seine Füße trugen Schwimmhäute. Was ihm noch fehlte, war die Schwanzfluke. So schnell und gewandt wie seine Nachfahren kann er noch nicht geschwommen sein. Bis es soweit war, vergingen noch rund 8 Millionen Jahre. Ambulocetus hatte einen Weg eingeschlagen, der immer tiefer ins Wasser führte. Moderne Wale sind perfekt an das Leben im Ozean angepasst. Nur zum Atmen müssen sie noch an die Luft. Eigentlich müsste es den Walen heute großartig gehen. Gejagt werden sie nur noch von wenigen Nationen und denen wird es auch nicht gerade leicht gemacht. Entwarnung also? Keineswegs. Zum einen wurden die Bestände so stark dezimiert, dass sich viele Arten längst nicht erholt haben. Zum anderen verschmutzen wir mehr denn je ihren Lebensraum. Und außerdem hören Wale ziemlich gut. Sehr gut sogar. Ist doch prima, sollte man meinen. Dann können sie sich ja rechtzeitig vom Acker machen, wenn der Feind kommt. Denn der Feind ist der Schall. Mittlerweile ist es in den Ozeanen so laut geworden, dass den sensiblen Riesen Hören und Sehen vergeht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Während des Kalten Krieges hatte die US Navy die Ozeane verwanzt. Mit einem gigantischen Abhörsystem sollten feindliche U-Boote aufgespürt werden.
In einem Überwachungsbunker in Virginia wurden die Soldaten nach dem Kalten Krieg von Wahlforschern abgelöst. 1993 machte der Biologe Christopher Clark hier eine sensationelle Entdeckung. Clark registrierte die extrem tiefen Laute eines Buckelwals, aufgenommen von einem Unterwassermikrofon in der Karibik. Bei der Analyse der Daten stellte er jedoch fest, dass der Wal nicht in der Karibik seine Kreise zog, sondern vor der Küste Neufundlands, 3500 Kilometer entfernt. Wale können ihre Artgenossen in einem Gebiet erreichen, das mehrere hunderttausend Quadratkilometer groß ist. Die Forscher sprechen seitdem von einem akustischen Internet der Wale. In den Weiten der Ozeane nutzen die Tiere Geräusche, um sich zu verständigen, um Sexualpartner zu finden und Beute zu machen. Ja, millionenlang funktionierte die Kommunikation, doch seit einiger Zeit funkt der Mensch dazwischen. Allein der Schiffsverkehr sorgt für ein enormes Getöse unter Wasser. Ein Gewirr von Schifffahrtsstraßen zieht sich durch die Ozeane. Über 90% des globalen Warentransports werden mit dem Schiff abgewickelt. Allein die Zahl der großen Containerfrachter hat sich in den letzten 10 Jahren vervierfacht. Nur die Polarregionen sind noch einigermaßen unberührt. Durch den ständigen Lärm von Motoren und Schiffsschrauben bekommen die Wale Hörschäden und Orientierungsprobleme. Immer wieder kommt es zu Kollisionen. Einerseits fahren die Schiffe schneller und können schlechter ausweichen. Andererseits nehmen Wale in dem Krach die herannahenden Schiffe zu spät wahr. Wie lassen sich solche Unfälle verhindern? Das versuchen Walforscher vor der Küste von Massachusetts herauszufinden. In welchen Gebieten bewegen sich Wale? Halten sie bei der Futtersuche bestimmte Routen ein? Und wie beeinflusst der Schiffsverkehr das Verhalten der Tiere? Mehr als 50 Buckelwale haben die Forscher mit kleinen Sendern versehen. So können sie jederzeit verfolgen, was die Tiere gerade tun. Nur zum Atmen kommen die Wale an die Wasseroberfläche und in dem Moment kleben ihnen die Forscher einen Sender und ein Unterwassermikrofon auf die Haut. Erstaunlicherweise meiden die Wale bestimmte Meeresgebiete. Dort, wo die Schifffahrt diese Daten berücksichtigt, kommt es zu weniger Unfällen. Schifffahrtsrouten lassen sich verlegen, die Futtergründe der Wale nicht. Wale sind an ihre Futtergründe gebunden. Sie können sich nicht einfach einen anderen Lebensraum suchen. Auch wenn ihnen der Lärm dort Stress und andere Probleme bereitet. Sie haben keine andere Möglichkeit, als dort zu bleiben, wo ihre Beutetiere leben. Das meiste Futter finden die Wale in den nährstoffreichen Polarmeeren. Nirgends gibt es so viel Krill, die Lieblingsspeise der Wale. Fast alle Arten gehen hier auf Nahrungssuche. Blau- und Pottwale, Orcas und Buckelwale. In keiner anderen Region kommen die Meeressäuger in so großer Zahl vor. Den Winter verbringen die meisten Arten in wärmeren Gefilden, um sich zu paaren und ihre Jungen zur Welt zu bringen. Im Frühjahr ziehen sie zum großen Fressen zurück in den hohen Norden, in ihr letztes Rückzugsgebiet. Doch mittlerweile sind die Veränderungen auch hier im Gang. Merkwürdige Dinge geschehen, im Wasser und an Land. Die steigenden Temperaturen lassen nicht nur die Gletscher immer schneller Richtung Ozean wandern. Im hohen Norden setzen sie noch ganz andere Prozesse frei. Seit Jahrtausenden ist das arktische Erdreich gefroren. Bis in Tiefen von über 1 Kilometer reicht der sogenannte Permafrost. Jetzt tauen die oberen Schichten nach langer Zeit auf. Unter der Erde bilden sich Hohlräume, die plötzlich den Boden einsinken lassen. Ganze Straßen verschwinden, Pipelines brechen, Häuser und Ortschaften stürzen in sich zusammen. Was für die Bewohner der Region eine lokale Bedrohung ist, könnte zu einer Katastrophe für die ganze Welt werden.
Große Teile der Nordhalbkugel sind gefroren. Wenn die Permafrostböden auftauen, gelangen gewaltige Mengen Methan und CO2 in die Atmosphäre. Welch verheerende Wirkung Methan haben kann, zeigt ein erstaunlicher Fund aus Baden-Württemberg. Im Sommer 2002 soll hier ein neues Stück Bundesstraße gebaut werden. Jurassic Park wird die Gegend auch genannt, denn immer wieder tauchen Fossilien aus dem Jura auf. Archäologen begleiten routinemäßig alle Erdarbeiten. In der Nähe von Eislingen machen sie eine unglaubliche Entdeckung. Bei Probegrabungen stoßen sie auf die Knochen eines Fischsauriers. Und es bleibt nicht bei dem einen. Nach und nach graben sie 17 Exemplare aus. Dazwischen die Fossilien von Schlangenhalssauriern, Meereskrokodilen und Belemniten. Die Forscher waren auf einen regelrechten Saurierfriedhof gestoßen. Die Knochen sind erstaunlich gut erhalten. Selbst Blutgefäße, Nervenbahnen und sogar die Ansätze für Bänder und Muskulatur sind zu erkennen. Hätte die Strömung sie nach und nach hierher gespült, wären die fragilen Knochen zerrieben worden. Alles deutet auf ein abruptes Massensterben hin. Das Alter konnten Paläontologen auf 181 Millionen Jahre festlegen. Eine globale Naturkatastrophe scheidet als Ursache aus. Denn aus dieser Zeit gibt es sonst keine Hinweise auf ein Massensterben. Ein plötzliches Ereignis muss die Tiere überrascht haben. Was ist hier geschehen? Also ich frage mich ja eher, was haben Fischsaurier überhaupt im Dente verloren? Schauen wir doch mal, wie es früher in Schwaben aussah. Ohne Schwaben. Willkommen im Jura. Wo heute in ca. 150 Millionen Jahren Baden-Württemberg liegen wird, erstreckt sich ein flaches, ca. 100 Meter tiefes Schelfmeer. Es umspült die Inseln, die später einmal den europäischen Kontinent bilden werden. Strömungen treiben Nährstoffe im Überfluss heran, ein Paradies für Fischsaurier und anderes Meeresgetier. Im Jurameer zählen die Fischechsen zu den gefährlichsten Räubern. Während ihre Verwandten, die Dinosaurier, das Land unter sich aufteilten, waren sie ins Wasser zurückgekehrt und hatten sich perfekt an das Leben im Meer angepasst. Mit ihren Vettern, den Schlangenhalssauriern, teilen sie sich die reichhaltige Beute. Das Leben im Jurameer geht seinen ganz normalen Gang. Doch von einem Moment auf den anderen gerät alles in Unordnung. Die Fische schnappen erst verzweifelt nach Luft. Dann gehen sie qualvoll zugrunde. Das Unheil kommt aus den Tiefen des Tethysmeeres, etwa 700 Kilometer weiter östlich. Im Meeresboden lagern dort riesige Mengen einer ganz besonderen Substanz, Methanhydrat. Jahrtausende lang waren die Kristalle stabil, doch plötzlich explodieren sie. Eine giftige Wolke steigt auf und schluckt allen Sauerstoff um sich herum. Vermutlich hat die Explosion große Stücke des Ozeanbodens herausgerissen. Als gashaltige Schlamminseln werden sie von den Meeresströmungen ins heutige Baden-Württemberg verdriftet. Dort, wo sich die Schlamminseln auflösen, gelangen große Mengen Schwefelwasserstoff und andere Gifte ins Wasser. Als Lungenatmer ersticken die Fischechsen nicht unmittelbar. Panisch schnappen sie nach Luft. Doch das Gift dringt über die Haut ein und schließlich sterben auch sie. Methanhydrat wird für das Massensterben von Eislingen verantwortlich gemacht. Warum sich die unscheinbare Substanz plötzlich in eine Bombe verwandelt hat, ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Doch einige Millionen Jahre später gab es ein ähnliches Ereignis vor der Küste von Florida. Im Laufe von Jahrmillionen hatten Bakterien im Ozean Methan produziert. Vor der Küste waren daraus Hydrate entstanden. Dort, wo sich heute die Mangrovenwälder der Florida Keys erstrecken, nahm das Unglück seinen Anfang. Und auch heute schwimmen die Seekühe, die ihre Beine längst gegen Flossen getauscht haben, wieder über einer Zeitbombe.
Denn im Meeresgrund vor der Küste lagern immer noch große Mengen der weißen Kristalle. Es ist immer wieder dasselbe. Während der Eiszeiten gefriert Methan im Meeresboden. Jahrtausendelang herrscht Ruhe, denn bei niedrigen Temperaturen und hohem Druck ist der Stoff stabil. Doch irgendwann passiert es. Ein Erdbeben kann der Grund sein oder ein plötzlicher Temperaturanstieg. Die Hydrate dehnen sich auf das 160-fache ihres Volumens aus. In Florida wurden vor 55 Millionen Jahren gigantische Mengen Methan freigesetzt. Diese Explosion verursachte wohl die wärmste Epoche der neuzeitlichen Erdgeschichte. Ein lokales Ereignis mit globalen Folgen. Denn nur wegen dieser Folgen konnten Pantodonten für eine Weile auf Spitzbergen leben. Auch heute noch lagern an den Kontinentalhängen ungeheure Mengen Methanhydrat. Eine tickende Zeitbombe, die bei steigenden Temperaturen unweigerlich hochgehen wird. Doch der gefährliche Stoff hat auch eine andere Seite. Eine, die Begehrlichkeiten weckt und Investoren anlockt. Das japanische Bohrschiff Chikyu ist das modernste und teuerste Forschungsschiff der Welt. Viele Millionen Dollar hat das rohstoffarme Japan bereits investiert, um die verheißungsvolle Energiequelle für sich zu erschließen. In den weltweiten Methanhydratvorkommen steckt mehr als doppelt so viel Kohlenstoff wie in allen Erdöl-, Erdgas- und Kohlevorräten der Welt. Damit könnte die Energieversorgung unseres Planeten wahrscheinlich für Jahrhunderte gesichert werden. Da sich Methanhydrate nur in Tiefen ab 400 Metern bilden können, sind Nord- und Ostsee dafür zu flach. Und trotzdem wird gerade in Deutschland eine visionäre Technologie entwickelt. Forscher vom Kieler Institut für Meereswissenschaften GEOMAR wollen CO2, also den Stoff, der zurzeit hauptsächlich als Klimakiller diskutiert wird, dort in den Meeresboden leiten, wo Methanhydrate lagern. Der Clou? Das Kohlendioxid löst das Methan aus dem Sediment, nimmt seinen Platz ein und ist dabei auch noch stabiler. Es geht darum, zwei wichtige Probleme unserer Zeit sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Einmal den Klimaschutz, also die CO2-Deponierung. Auf der anderen Seite die Gewinnung von neuen fossilen Energien, die wir dann in verantwortlicher Art und Weise nutzen müssen und werden. Und letztendlich, wenn man diese Prozesse beide sinnvoll miteinander verknüpft, machen wir aus dem Fluch einen Segen. Schwimmende Fabriken pressen das Erdgas direkt auf dem Meer zu Pellets, die problemlos transportiert werden können. Tankschiffe, die das CO2 aus den Kraftwerken anliefern, nehmen auf dem Rückweg die Erdgaspellets mit. So die Vision. Energie gewinnen und zugleich die Erderwärmung stoppen. Tolles Konzept, wenn es denn funktioniert. Falls nicht, möchte ich lieber nicht in der Nähe sein. Jules Verne jedenfalls, der hätte bestimmt Spaß gehabt an diesen vielen tollen neuen Ideen zur Energiegewinnung, die unter uns gesagt so neu gar nicht sind. Den Strom für seinen Nautilus wollte Verne übrigens aus Meerwasser gewinnen. Und zwar wollte er die Energie unterirdisch abgebauter Steinkohle nutzen, um das Salz aus dem Meerwasser zu ziehen, das dann in einer Batterie umzusetzen und als Strom rauszuschicken. Den Beweis der Funktionalität ist er zwar schuldig geblieben, aber dafür hat er in seinen Büchern einer tief empfundenen menschlichen Sehnsucht Ausdruck verliehen, nämlich die Ozeane als Lebensraum für sich zu gewinnen. Vom Homo sapiens zum Homo aquatus. Mitte des 20. Jahrhunderts gab es einen regelrechten Unterwasserboom. Man träumte nicht nur davon, das All zu erobern, sondern auch die Ozeane zu besiedeln. Wie hier vor der Nordseeinsel Helgoland entstanden auf dem gesamten Globus über 60 Unterwasserstationen. Die stählernen Röhren sollten nur die ersten Schritte sein und waren mit großen Zielen verbunden. Die weltweite Energiekrise der 70er Jahre ließ die verrücktesten Fantasien aufblühen. Ganze Städte am Meeresgrund wurden geplant, von unterseeischen Kraftwerken gespeist. Bodenschätze sollten nicht nur in der Tiefsee abgebaut und vor Ort verarbeitet, sondern auch von Transport-U-Booten zu Tiefseehäfen verschifft werden.
Mit dem Ende der Energiekrise wanderten die Träume jedoch in die Schubladen der Ingenieure zurück. Übrig geblieben ist nur die Aquarius. Fast ein Vierteljahrhundert alt liegt sie in 20 Metern Tiefe vor der Küste Floridas. Wie ein umgestülptes Glas in der Badewanne hält sie ohne Schleuse die Luft im Inneren. Sie ist ausgestattet mit Mikrowelle, Kühlschrank, Telefon und Internet. Nicht nur Meeresforscher kommen hierher, sondern auch Astronautenteams der NASA. Die Bedingungen des Weltalls und der Ozeane haben vieles gemein. Der französische Architekt Jacques Rougerie hat schon an der Entwicklung der Aquarius mitgearbeitet. Seit vielen Jahren beschäftigt ihn eine neue, kühne Vision, die bald Wirklichkeit werden soll. Die Sea Orbiter, eine Art Riesenseepferd, soll eines Tages mit den Strömungen um die Welt treiben. 51 Meter hoch. Stabilisiert von einem kreisförmigen Kiel, folgt sie den Reisegewohnheiten treibenden Eises. Für Jacques Rougerie steht fest, dass neben der Eroberung des Alls auch die der Ozeane unmittelbar bevorsteht. Neue Technologien erlauben es den Menschen heute, viel tiefer ins Meer und den Weltraum vorzudringen. Daher bin ich der festen Überzeugung, dass die Menschen wieder versuchen werden, diese neuen Welten, nämlich das All- und die Unterwasserwelt, zu besiedeln. Fünfzehn Jahre lang soll die Sea Orbiter mit den Strömungen treiben. Geräuschlos wird sie ihre Bahn durch die Ozeane ziehen. Einzig dem Rhythmus des gewaltigen Förderbandes unterworfen, welches das Wasser unseres Planeten um- und umwälzt. Wie Sie sehen, habe ich die Zeit ein paar Jahre vorgestellt. 2012. Fünf solcher Gefährte werden dann durch die Ozeane treiben. Die Vision muss nur noch Wirklichkeit werden. Kommen Sie ruhig mal rein. Lautlos, nur von der Kraft der Strömungen angetrieben, wollen sogenannte Aquanauten an Bord der Sea Orbiter rund um den Globus reisen und die Meere auf eine völlig neue Art erkunden. Ihr Ziel ist ein besseres Verständnis des unbekannten Universums. Vielleicht begreifen wir ja hier unten, dass wir nur Teil eines Ganzen sind. Kleine Fische in einer großen Geschichte. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns in diesem oder einem anderen Universum.